So, wird schon wieder dunkel. Ja, auf jeden Fall. War es dann so? Ich möchte mich hinlegen. 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 Ich liege. Ja, so war das dann auf jeden Fall. Und, ja, bisschen komisch. Man ist dann gefahren, beziehungsweise wir sind immer eben schon auf Klöchen gegangen, weil so, ne, paar Stunden Fahrt. Ist dann auch nicht unbedingt, wenn man sagt so, ja, geil, ich muss nicht mehr pinkeln. Bin dann auf jeden Fall nochmal, ne, schön brav aufs Örtchen gegangen und hab mir dann, ja, beim Auto, im Auto haben wir uns dann, oder ich hab dann Navi gestellt und dachte mir, ne, über Belgien, da fährst du nicht mehr zurück. Das war nicht so schön für mich. Im Nachhinein wäre Belgien viel schöner gewesen, aber gut. Dachte mir auf jeden Fall, okay, ja, das sind ein paar Kilometer mehr. Und eine halbe Stunde mehr angeblich. Eine halbe Stunde angeblich mehr ist jetzt nicht so das Schlimmste, habe ich mir gedacht. Was ich nicht wusste, dass die Menschen doof sind. Menschen sind doof, unter anderem, und es war ja auch Hochwasser. Hochwasser, ne? War ja auch noch. Das habe ich aber, wie gesagt, ganz irgendwie, ja, ne, von der Aufregung und Fahren und hier und da und jenes irgendwie ganz vergessen gehabt. Wie mache ich denn jetzt eigentlich so Duschköpfe? Duschköpfe. Dusch. Irgendwas als Duschkopf müssten wir benutzen, aber ich weiß nicht wie. Spektralfallen. Mit Eisengittern sieht das auch scheiße aus. Einen Kessel muss ich mir noch machen. Flupp habe ich. Gerüst, goldene Kartoffel. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dazu gedacht. Ich habe falsch gedacht. Ich, ne? Irren ist menschlich, besonders bei mir. Und vielleicht soll ich mal einen Knopf da einfach dran machen. Sieht das aus wie eine Dusche. Hatte ich mir dann eben, wie gesagt, gedacht, ja, weißt du was, dann einen Haken. So. Dann geht das vielleicht was schneller und ne, dann bin ich vielleicht auch was entspannter. Ja, denkste. Denkste, aua. Denkste aber auch nur. Wir sind dann natürlich voll im Stau gelandet. Voll im Stau. Alle Autos, weil klar, ne, wie gesagt, Hochwasser, einige Autobahnstraßen funktionieren nicht, da muss man da eben halt Umwege fahren, etc. Das Hauptproblem war einfach, dass Menschen doof sind. Muss ich ganz ehrlich sagen, Menschen sind doof. Anders kann man es gar nicht besser begründen, weil der Hauptstau, also der erste Stau, wir sind direkt in zwei gelandet natürlich, weil es so schön ist. Was machst du da? Ach, du bist ein Fadensammler oder Fischer. Okay. Ja, auf jeden Fall. Das Hauptproblem war einfach, Leute können sich nicht einordnen, einzügeln, ein was auch immer. So, das könnte eigentlich, oder? Das könnte eigentlich als Dusche durchgehen. So. Das könnte eigentlich als Duschkopf durchgehen, oder was meint ihr? Jetzt müsste ich noch so Knöpfe machen, dann wird das noch besser aussehen. Sind das andere Steine hier? Mal gucken. Polierter Diorit? Nö. Okay. Toll. Sieht einfach nur anders aus. Okay. Warum auch immer. Naja. Ja, auf jeden Fall.
der Hauptstau lag daran, einfach, dass die Menschen doof sind, weil die, jetzt habe ich meine ganzen Sachen weggeräumt, das ist natürlich doof. Ja, weil das Reißverschlussverfahren irgendwie, weiß ich nicht, die Menschen können kein Reißverschlussverfahren. Ich glaube, wir Deutschen können einfach das Reißverschlussverfahren überhaupt nicht umsetzen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Meistens bei diesen dreispurigen Autobahnen, weißt du, wo alle drei Spuren nachher irgendwo anders hingehen. Da gab es die meisten Probleme. Jetzt habe ich hier nichts. Das ist ja doof. Muss doch nach einer eben anrennen. Naja. Da gab es die meisten Probleme, weil irgendwie keiner hat irgendjemanden rübergelassen. Und nach dem Links, kein Ding. Da war nichts. Es war einfach nur, weil die Leute keinen rübergelassen haben, etc. Weißt du, und das staut sich ja dann von einer Abfahrt auf die, Achso, Quatsch. Auf die Hauptautobahn, also da, ne, wo du noch aktuell gerade bist. Und du willst ja auf die andere wechseln. Aber da ist ja dasselbe. Keiner lässt einen drauf oder runter. Und dann hast du so einen Kack. Weißt du? Ich hab so geflucht, ey. Ich hab so geflucht. Ich glaube, da ist bestimmt dem einen oder anderen bestimmt was flitzen gegangen. Knopf. Es gibt nur einen Steinknopf. Okay, wir müssen Stein haben. Alles klar. Ich habe keinen Stein, ne? Ich muss mal oben gucken. Ich habe echt so geflucht einfach, weil es echt so total dämlich ist. Was ist ja total unnötig, da einfach keinen reinzulassen. Also, habe ich noch nie erlebt. Ich meine, ich habe schon doofe Menschen erlebt, ja. Aber so dämliche Leute. Da habe ich echt gedacht, so, das kann nicht langsam nicht mehr sein. Ach Quatsch, hier muss er rein. Entschuldigung. So. So dämliche Leute habe ich mir gedacht, das ist. Das ist echt nicht mehr die Höhe. Kacken. Mach nochmal 4 Stück. Dürfte eigentlich reichen. Auf jeden Fall, das war echt, wo ich gedacht habe, so, das gibt's nicht. Das alleine hat echt so mega viel Zeit gekostet, dass wir da echt 2 Stunden in den Staus verbracht haben. Einfach nur, weil Menschen egoistisch sind. Anders kann man es nicht ausdrücken. Menschen sind einfach egoistisch. Und weil diese Menschen so egoistisch sind, hat das alles einfach so lange Zeit gekostet. Oh, mein Eimer. Mal direkt mal Wasser dann nachfüllen, ey. Geh auf, Mann. Wandert. Also echt. Da stehst du dann echt in eine. Da habe ich mir nur noch gedacht. Scheiße. Habe ich mir gedacht. Okay. Wärst du mal über. Wärst du auch mal über Dings gefahren? Also über Belgien wieder zurückgefahren. Hätte mir, glaube ich, einiges an Arbeit erspart. Ich glaube, das hätte mir echt viel, viel Nerven oder beziehungsweise weniger Nerven gekostet, als da jetzt unbedingt durch zu müssen.
Gecrafteter Stein, den bringe ich gleich besser runter. Was haben wir denn jetzt hier? Okay. So, komm, ich mach mal eben noch schnell hier so ein bisschen das Feld. Oh komm, wir gehen ganz schnell rein. Ja, wir können liegen. Das hat mich so echt dermaßen aufgeregt. Das ist, echt, das hat mich echt dermaßen, also ich war fertig. Mir tat alles weh. Ich war am Schwitzen. Es war ja, glaube ich, um die 28 Grad. Nachher war es 33 Grad im Auto. Klar, ne, man steht die ganze Zeit, ganze Wärme, die ganze Hitze. Es war unerträglich. Und seit da an weiß ich genau, warum ich Menschen hasse. Weil die einfach egoistisch sind. Das gibt es auch nichts schön zu reden. Menschen sind einfach egoistisch. Da kann man sich auch nichts, glaube ich, schön reden bei. Menschen sind so. Ach ja. Naja, auf jeden Fall, das war so mein Erlebnis. Auf dem Wege dahin. Ich hoffe ja, jetzt habe ich doch noch zwei über. Naja, egal. Hier würde ich Umkleide machen, ne? Jetzt habe ich noch zwei Knöpfe über, aber... Kann ich ja noch Schilder machen? Ja, muss ich nochmal irgendwas an Holz besorgen. So, zack. Quatsch. Lalalala. Ich glaube, das reicht auch schon drei. Kannst du mal aufhören? Umkleide. Dusche. Dusche. Mal reingucken. Der da irgendwas gespawnt hat. Gut, hat nichts gespawnt. Hier ist irgendwo scheinbar eine Höhle. Oh, Alter! Mach doch nicht so was mit mir. Was könnte ich denn da jetzt dranhängen? Weiß das einer gerade? Kann ich da ganz normale Blumen dranhängen? Ups.
Ich versuch's einfach mal. Auf jeden Fall, ja, ist nichts für Papas Liebling. Wie häng ich denn da nochmal was dran? Muss ich gleich mal gucken, wie das nochmal geht mit dem Haken. Huh. So, erstmal was essen. Ich hätte einfach verhungern. Dann hätte ich eigentlich gleich Bock, ein bisschen auf Reisen zu gehen, damit wir auch mal ein bisschen die Neuerungen an sich auch entdecken für uns. Wäre ja vielleicht auch nicht verkehrt. Habe ich mich gleich jetzt gerade erschreckt, weil auf einmal Sand kam. Das war natürlich ein bisschen selten dämlich von mir gerade. Ja, ist ja nichts, was man nicht fixen kann. Oh. Moment, wir sollten nochmal einen Stapel neue Erde nehmen. Wie gesagt, ich nehme die jetzt gerade so in der Hand, weil für mich ein bisschen schneller geht jetzt hier gerade, die Sachen hier aufzufüllen. Genau wie hier, zack. Ja, du musst weg. Du gehörst hier gar nicht hin. Hopp. Was ist denn das? Aha. Ist das so hier? Finde ich ein bisschen komisch, ne? Schon wieder ein bisschen Terraforming. Aber so kann man am besten auch ein bisschen quatschen. Quasseln. Na. Komm mal her hier. Auf jeden Fall, das war echt, also. Deshalb ist er echt mega spät zu Hause. Alles nur, weil Leute eben so mega egoistisch sind. Ich hätte so heulen können an dem Abend. Wie gesagt, das lag einzig und alleine dran, dass Menschen Egoisten sind. Das ist das Schlimmste daran einfach, ne? Wie ich finde. Wenn Menschen egoistisch sind. Statt einfach, weißt du, es wäre so einfach gewesen. Jeder lässt einen vor sich und hinter sich. Von den Fahrern rein, weißt du? Mach nicht unbedingt, ich bin der Erste, ich bin der Beste, dran denken, sondern einfach mal, hey, lass den nochmal rein, dann geht's schneller. Aber Pustekuchen, da hat irgendwie keiner dran gedacht. Huh. Da war ich wohl, glaube ich, einer der wenigen, die da dran gedacht haben. Weil die anderen hatten, glaube ich, nicht so unbedingt den Bock da drauf. Zack. Ach ja. So ist das manchmal, ne? So kann das gehen. So. Jetzt bringen wir die grobe Erde noch weg. Hier würde sich eigentlich, glaube ich, auch noch ein Kürbisfeld recht gut machen. Hi!
Hunnis! Erstmal Knöpfe wegbringen hier. Ich hab ja sonst nichts. Außer Knöpfe. Ich hab ja sonst nichts. Stein gecraftet. Zack, kann man ja mal hier hin tun. Weil ist ja nun mal auch gecrafteter Stein. Grobe Erde. Haben wir hier, ne? Grobe Erde. Jo. Dann würde ich nämlich gleich auf Reisen gehen. Reise. So eine Scheiße. Es wird ja eh schon wieder dunkel. Da warten wir mal ein paar Minütchen. Hm? Machen wir es einfach so.